Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Diablo 4 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und wie versprochen kamen gestern Abend die Patch Notes für Patch 1.1.1 raus. Und die werden wir in diesem Video durchgehen, denn ein bisschen was Neues ist dazugekommen, was wir vom Livestream noch nicht wussten. Aber mich würde mal am Anfang interessieren, wie ihr gerade zu Diablo 4 steht, denn ich merke auch im privaten Kreis, ich merke es auf Twitch, ich merke es hier auf YouTube in den Kommentaren, viele sind momentan ein bisschen in der Down-Phase, haben eine Pause von Diablo gemacht, zocken gerade die Season nicht unbedingt, weil auch die Motivation nicht mehr da ist, denn die Season an sich bietet nicht genug Abwechslung und nicht genug Neues mit diesen Herzen, als dass man wirklich ein frisches, neues Spielerlebnis hat. Und diejenigen, die durchziehen wollten, sind wahrscheinlich jetzt auch schon Level 100 oder Level 70 und denken sich, ach, jetzt wird's eh zu zäh, ich mache jetzt mal eine Pause, zocke zum Beispiel Remnant 2, kann ich nur sagen, wirklich brillantes Spiel, habe ich auch gestern einige Stunden lang gestreamt und macht wirklich Spaß. Aber ja, ich merke es auch bei mir, ich habe auch gerade jetzt eine Woche Pause gemacht, ich freue mich auf Patch 1.11, aber ich weiß auch nicht, wie lange der mich bei der Stange halten wird, denn an sich ändert er ja nur ein bisschen die Balance. Wirkliche Endgame-Abwechslung wird er ja nicht bieten, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Monsterdichte und Albtraum-Dungeon-Änderungen dann auswirken werden. Zwischen Level 50 und 100 wird man dann ja auch schneller leveln können und dann können wir auch gleich einsteigen mit den Quality-of-Life-Änderungen. Wie gesagt, wir gehen jetzt den Patch ein bisschen im Detail durch, aber auch nicht die ganzen Sachen, die schon erwähnt wurden, sondern wirklich nur die neuen Passagen. Ansonsten fasse ich alles recht schnell zusammen und wir gehen noch auf ein paar News der Entwickler ein. Aber ja, Quality of Life ist halt so eine Sache, die auf jeden Fall schon lange gewünscht war. Nicht nur das schnelle Leveln von vielen Leuten, sondern auch die Kosten für Rückerstattungen von Fertigkeits- und den Paragon-Punkten wurden reduziert. Und zwar bis zu einem Maximum von 40%. Ich dachte ja, 40% durch die Bank weg. Aber wir haben gesagt, beim Beispiel von Level 50 wird es nur eine 12%ige Reduktion sein. Bei Level 60 dann 18%, Level 70 24%, bei Level 80 dann 30%. Die maximale Elixier-Stapelgröße wurde von 20 auf 99 erhöht. In der Lagertruhe haben wir jetzt einen weiteren Reiter, den man mit Gold kaufen kann. Ja, nur mit Gold und nicht mit Echtgeld, keine Sorge. Wobei, vielleicht kommt das noch, wer weiß bei Blizzard. Und Dungeon verlassen dauert jetzt wieder nur 3 Sekunden anstatt 5 Sekunden, haben sie auch eingesehen, dass das eine unnötige Änderung im letzten Patch war. Und das sind natürlich gern gesehene Änderungen. Zu den Bugfixes kommen wir später noch im Video. Da sind teilweise Sachen dabei, die es seit Anfang an im Spiel gab, die jetzt endlich verbessert wurden. Aber zuvor einmal über die Klassenbalance. Ein ausführliches Video habe ich ja schon dazu gemacht, deswegen schaut da gerne rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hier nur mal ganz kurz zusammengefasst. Der Barbar hat vor allem Buffs für die Grundfertigkeiten bekommen, dass die mehr Ressourcen generieren. Und auch wenn das nur 10-20% sind, macht das schon einen großen Unterschied im Endgame, da sich das hier alles multipliziert. Hut hat auch einen kleinen Buff bekommen von 10%, also Hammer der Urahnen, macht jetzt mehr Schaden. Viele Aspekte funktionieren jetzt auch gegen Bosse, das ist auch eine super Sache. Und alle Uniques durch die Bank weg. Oder sagen wir es so, von allen Klassen wurden die problematischsten Uniques gebufft, sodass die auch im Endgame eine gute Alternative darstellen sollten. Beim Druiden wurden ebenfalls die Grundfertigkeiten verbessert, sodass die mehr Ressourcen generieren, also ähnlich wie beim Barbar. Eine sehr gute Änderung. Und die Begleiter wurden ebenfalls gebufft, wobei da gesagt wurde, dass die nie so gut sein sollen wie die Begleiter vom Totenbeschwörer. Und wir wissen alle, der Totenbeschwörer-Minion-Build, der hinkt nun wirklich hinterher. Und der hat auch im neuesten Patch kaum Änderungen bekommen. Klar, ein paar Attacken von Gegnern sind jetzt nicht mehr so tödlich für die Minions, aber allgemein sind die immer noch zu schwach, die verteilen zu wenig Schaden und halten auch allgemein zu wenig aus. Die Aspekte sind aber interessant und zwar wurden manche so verändert, dass sie nicht nur mit Knochenfertigkeiten funktionieren. Also egal was ihr spielt, es ist jetzt deutlich besser geworden. Und der Aspekt des Tormentes für Knochenfertigkeiten, wenn ihr da Schaden zufügt, habt jetzt eine Chance, Ressourcen zu generieren, anstatt 20-30%, jetzt 90-170%. Also mehr als 5-mal so stark. Ich denke, der Knochensperr-Nekromant wird damit unüberzwingbar werden. Beim Jäger ist nicht allzu viel passiert, aber man muss auch sagen, der ist eh schon auf einem sehr guten Niveau. Da musste man auch nicht mehr viel ändern. Und beim Zauberer, da haben sie wirklich unglaublich viel reingepackt. Ich glaube, so viel Kram wie alle anderen Klassen zusammen, kann man sagen. Und auch wenn ich der Übersichtlichkeit halber hier nur die alten Slides von der Präsentation einblende, das sind tatsächlich die gleichen wie auch in den Patch Notes.
Also das ist einfach nur eine lange Liste. Man kann grob zusammenfassen, dass der Kettenblitz deutlich verbessert wurde. Der funktioniert jetzt nicht nur, wenn der Kettenblitz zwischen eurer Figur und dem Gegner hin und her springt, sondern auch, wenn der Kettenblitz zwischen den Gegnern hin und her springt. Ist also jetzt deutlich besser. Ansonsten ist der Feuermagier sehr stark gebufft worden. Also sowohl Feuerball, aber auch Feuermagie im Allgemeinen. Die Hydra hat einen Buff bekommen durch einen legendären Aspekt, dem Meteor. Viele Glyphen geben jetzt mehr Schadensreduktion und das ist natürlich für alle Builds gut, weil der Magier gerade da im Endgame ziemlich schnell draufgegangen ist. Das sollte also der Überlebensfähigkeit helfen. Aber wenn wir darüber sprechen, was die besten Builds für den Zauberer sind, dann kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass der Feuermagier den Eismagier ablösen wird, denn der hat aus ein paar kleinen Buffs, zum Beispiel für die Frostrüstung, nicht allzu viel bekommen. Also ich bin sehr gespannt, ob sich die Meta da groß ändern wird. Daneben haben wir aber natürlich auch einige Überarbeitungen weiterer Aspekte gesehen, wie zum Beispiel die Bossgesundheit. Das wurde uns zwar schon angekündigt, aber jetzt haben wir auch einige Beispielwerte bekommen. Ab Stufe 60 werden die Bosse nämlich mehr Gesundheit haben. Ab Stufe 80 knapp 50% mehr Gesundheit. Ab Stufe 100 werden sie doppelt so viel Gesundheit haben. Für Stufe 120 gilt 120% mehr und für Stufe 150 150% mehr Gesundheit. Das bedeutet natürlich, die werden schwerer sein zu töten, aber viele Hardcore-Spieler haben gesagt, das ist eigentlich eine gute Änderung, weil Bosse oft wirklich sehr schnell draufgehen, wenn man einen guten Build zusammenstellt. Und gut, dass das auch nur für Bosse gilt und nicht für die Monster allgemein, denn die Monsterdichte wurde ebenfalls angehoben um knapp 50-60%. Wenn wir hier mal den Vergleich anschauen von dem Albtraum-Dungeon, und diese Änderung gilt nicht für Albtraum-Dungeons, sondern auch für die Höllenflut, was ich sehr gut finde, denn dort gab es oft Areale, wo ich durchgeritten bin ohne großen Widerstand. Und wenn man da mehr Monster aneinander packt, dann ist es auch deutlich angenehmer, die Glut zu sammeln. Und apropos angenehm, da wir es gerade von den Albtraum-Dungeons hatten, 3 Affixe werden aus dem Spiel rausfliegen. Die seht ihr hier gerade eingeblendet, da wussten wir noch nicht ganz genau, welche darunter fallen. Die sind also jetzt wirklich aus dem Spiel, weil die einfach zu oft dafür gesorgt haben, dass man draufgegangen ist. Die waren so nervig, dass die Expertenspieler die schon gar nicht mehr gelaufen sind. Weil, ja, es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, gegen die zu kämpfen. Ja, die sind jetzt eben einfach aus dem Spiel geschmissen worden. Und daneben haben wir auch noch eine Erhöhung der legendären Droprate bekommen. Also auch das Leveln und das Farmen sollte sich jetzt nicht nur wegen dem Speedboost vom Leveling besser anfühlen, sondern auch, weil man bessere Items bekommt. Wenn ihr jetzt ab Level 35 Bossmonster platt macht, habt ihr eine Chance von 100%, dass mindestens ein legendärer Gegenstand fallen gelassen wird. Schatzgoblins haben sogar ab Stufe 6 bis 14 eine erhöhte Chance auf das Fallenlassen und ab Level 15 auch wieder eine garantierte Drop-Chance für legendäre Gegenstände. Und auch bei Legions-Events ab Stufe 35 bekommt ihr jetzt auch garantiert einen. Und natürlich darüber hinaus noch möglicherweise mehr. Allgemein ist es auch so, dass wir viele Bugfixes bekommen haben. Da sind meine Highlights, dass zum Beispiel das Anspornen, also der Speedboost von dem Pferdchen, jetzt auch auf dem Controller richtig funktioniert und auch länger anhalten sollte. Das Problem war ja, dass es auf dem PC viel länger geht als auf dem Controller. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es auf dem PC sogar immer noch so, dass wenn man den Cursor weiter weghält, das Pferd auch schneller wird. Und ich habe hier im Patch auch keine Änderung dazu gesehen, also das wird wohl immer noch so sein. Das Pferd ist also immer noch ein großes Thema, wird auch weiterhin überarbeitet. Joe Shelley, einer der Manager von Diablo 4, hat zum Beispiel angekündigt, dass man bald mit dem Sturmangriff vom Pferd, also mit dem Dash, mit dem Schnellerwerden, auch durch Barrikaden von Gegnern preschen soll. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich erst zu Season 2. Das ist ja eh so ein Problem, dass viele coole Änderungen erst zu Season 2 kommen werden. So gut dieser Patch auch sein mag, und klar, es gibt viele Änderungen, auch Bugfixes. Ich kann gar nicht alle hier im Video erwähnen, ich packe euch dazu mal den Link in die Videobeschreibung. Aber selbst mit diesen ganzen Änderungen bleibt immer noch sehr, sehr viel zu wünschen übrig. Deswegen bin ich da mal sehr auf eure Meinung gespannt. Aber ein paar Highlights aus den Patch-Notizen habe ich noch für euch. Zum Beispiel hier, was ich markiert habe, dass endlich der Fehler behoben wird, dass die Karte so angezeigt wird, als ob es immer noch eine Höllenflut gibt, obwohl die schon längst abgelaufen ist, und anscheinend gab es auch noch einen passenden Wettereffekt, obwohl es gar keine Höllenflut mehr gab. Das habe ich wirklich seit Beginn an des Spieles. Krass, dass es erst jetzt gefixt wurde. Aber es wurde jetzt auch fairerweise ein paar Sachen gefixt, die erst seit Season Start problematisch sind, die nämlich die Season betreffen. Davor habe ich auch schon gewarnt. Einerseits, dass einige Spieler die Ansucher von Varsha nicht herstellen konnten, weil irgendwie das Rezept verloren gegangen ist. Für diese Spieler gilt,
Ab dem Patch könnt ihr irgendeins von diesen neuen Elite-Monstern platt machen. Dann solltet ihr dieses Rezept droppen und dann könnt ihr euch die Ansucher auch herstellen. Also fast schon Game-Breaking für die Season, dass man das verlieren kann. Und auf der anderen Seite gab es ja diesen Segen, dass ihr mehr Gold bei Händlerverkäufen bekommt. Aber dieser Segen hat auch dafür gesorgt, dass ihr mehr bezahlen müsst. Zum Beispiel, wenn ihr beim Okkultisten die Affixe rollen wollt. Das war natürlich so nicht vorgesehen, wird also dann auch mit Patch 1.1.1 verbessert. Ansonsten gab es noch ein paar kleinere Sachen, hier zum Beispiel, dass es ein Problem bei den Dungeons gab, dass einige Animus-Träger, die vor dem Auslösen eines Animus-Ziels getötet wurden, kein Animus mehr fallen ließen, was natürlich dafür sorgte, dass man den Dungeon nicht komplettieren konnte. Aber auch sehr viele Bugfixes bei den Quests. Ich weiß, da haben mir auch viele geschrieben, dass es immer noch zu vielen Problemen kommt, dass es immer noch mindestens 2 Quests, die man einfach nicht abschließen kann, gibt. Ich hoffe also, die sind damit auch adressiert. Auch Spieleabstürze und Performance-Probleme wurden beschrieben. Ich weiß natürlich nicht, ob es wirklich für alle jetzt besser sein soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Memory Leak für den PC angepackt wird. Aber ob es auch auf den Konsolen deutlich einen Unterschied geben soll, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich werde euch dann natürlich, wenn der Patch live ist, ein kleines Update dazu geben. Ich bin jetzt vor allem sehr auf eure Meinung gespannt. Spielt ihr die Season noch? Wartet ihr auf Patch 1.11 oder sagt ihr sogar, nee, ich werde erst mit Season 2, wenn überhaupt, wieder einsteigen? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie da so die Grundstimmung bei euch ausschaut. Ich für meinen Teil werde mit Patch 1.11 auf jeden Fall mal wieder ein bisschen zocken. Ich habe auch grundsätzlich Bock drauf und ich glaube, so kleine Pausen zwischendurch sind auch gerade richtig bei so einer 3-monatigen Season. Da kann man immer mal wieder reinstarten und langsam aber sicher auf Level 100 grinden, vor allem wenn es dann noch schneller gehen soll ab dem nächsten Patch. Aber ja, das war's von meiner Seite. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ich versuche wie immer auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erst einmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.